Herzlich willkommen zum HiFi-Forum Videopodcast im Zuge unserer HiFi-Forum Smart Home Tage. Darf ich ganz herzlich begrüßen, Presseprominenz bei uns im Haus, Reinhard Otter von der Zeitschrift Das Intelligente Haus. Reinhard, du bist ja schon fast schon ein Urgestein in der Branche. Ihr habt ja zweimal im Jahr die Zeitung, ich darf sie mal kurz ins Bild halten hier, Das Intelligente Haus. Ihr habt die Zeitung, genau. Ihr habt aber auch eine wichtige Online-Plattform im Netz. Ne? Genau, ja. Das Intelligente Haus ist vor vier Jahren gegründet worden als Magazin zum Thema Smart Home, vernetztes Wohnen, Multiroom Entertainment, also all diese Themen, die euch hier ja auch so ein bisschen umtreiben. Ja. Wir haben uns jetzt über die Jahre ziemlich konsequent erweitert, weil wir gesagt haben, Smart Home ist ja ein vernetztes Thema. Ja. Menschen, die sich darüber informieren, die lesen schon mal ein Magazin. Mhm. Aber unser Magazin kommt auch nur zweimal im Jahr raus. Also ja. Im Prinzip auch so ein bisschen als Highlight-Medium. Mhm. Regelmäßig berichten wir über das Thema mittlerweile online. Das auf heißt, unserer Webseite. Die aktuelleren Variante ist sozusagen das Online, naturgemäß. Genau, ja, ja, aber halt auch die flexiblere Variante, weil man halt online auch, sagen wir mal, die Vernetzung im Haus leben kann. Weil ich kann online halt eine Geschichte über ein Smart Home erzählen und ich habe in jeder Geschichte, die wir online bringen, eine direkte Verlinkung zum Beispiel zu allen Systemen, ja. die in einem Projekt verbaut sind. Also wenn da ein Jira Home Server verbaut ist oder eine RTI-Steuerung oder sowas, dann habe ich direkt eine Verlinkung in unsere Systemdatenbank, wo ich mir dann direkt nachlesen kann, zum einen, was macht dieses System grundsätzlich aus und zum anderen, was gab es für andere Artikel über die Systeme. Also super spannend für den Leser, weil er sozusagen von einem Thema die neue Idee bekommt und dann in das nächste Thema gleich wieder weitergeleitet wird und einsteigen kann. Ja, das ist die Idee. Ich meine, wir machen das jetzt seit einem halben Jahr, sind da auch noch viel am Probieren und am Üben, wie das Ganze so ankommt. Mhm. Es gibt da auch wenig, sagen wir mal, so Referenzen in dem Themenbereich, die das Ganze so in der Art angehen. Was uns auch noch wichtig ist im Zusammenhang mit Smart Home, das ist die Geschichte, dass wenn man sowas vernünftig umsetzen will, dann braucht man ja nicht bloß ein System, mit dem man jetzt seine Heimsteuerung oder sein Multiroom-Entertainment aufsetzt, sondern wenn man es richtig haben will, braucht man in der Regel halt auch jemanden, einen Systemintegrator oder einen Installateur, der sich in einem bestimmten Thema auskennt. Das habt ihr ja online in eurer Datenbank, hast du mir erklärt, umgesetzt, damit man diese Leute auch findet. Genau, das ist praktisch der nächste Pfeiler, den wir jetzt im Heft in der Form nicht so breit aufstellen können. Zu jedem Thema, das wir in unserem Magazin und auch online darstellen, wird immer praktisch verlinkt, um welche Systeme geht es, um welchen Anwendungsbereich geht es. Sind wir jetzt gerade eher im Bereich Entertainment oder sind wir eher im Bereich Heizungssteuerung? Und passend dazu haben wir eine Expertendatenbank eingerichtet, Smart Home und Vernetzungsexperten, Händler und Fachbetriebe, die sowas einfach können und als Dienstleistung anbieten. Mhm. Und jede Geschichte ist im Prinzip mit dieser Expertendatenbank verbunden, sodass jemand, der über ein Thema bei uns was liest, unmittelbar nach einem passenden Experten suchen kann und zwar halt in seiner Gegend. Also er gibt seine Postleitzahl ein und wird dann so regional findet man die Experten, die einem dann weiterhelfen können zu dem entsprechenden Thema. Ja. Ja, also ich denke, liebe Zuseher, Zuhörer, da gibt es eine ganze Menge tolle, interessante Sachen zu entdecken. Ja. Ich zeige noch mal ganz kurz das Logo in die Kamera, Das Intelligente Haus. Wie gesagt, auch online zu finden. Ja, vielen Dank für den Besuch hier. Und ja, wir empfehlen auf jeden Fall Das Intelligente Haus gerne weiter. Danke.